Wenn das Gispi am Morgen aufsteht, ist das Erste, was es macht, schauen, ob das Büsi noch genug zu fressen und zu trinken hat. Meistens steht es schon vor allen anderen auf, wenn es draussen noch dunkel ist. Der ist nämlich noch schön ruhig im Kirchenturm. Auch heute ist wieder so ein ruhiger Tag. Das Dorf schläft noch. Nur das Gispi und das Büsi sind schon auf. Immer am 6 Uhr fängt die Glocken an zu läuten. Es ist Bettzeit. Kirchen in den Dörfern, die Menschen daran erinnern, dass sie zwischen ihnen dem Herrgott sollen Merci sagen. Die Glocken im Kirchenturm sind so gross, dass der ganze Turm davon schwingen. Und darum verwachen darauf die Engel auch gerade. Ausser der Plotsch. Der schläft wie ein Bär im Winterschlaf. Und weil er außerdem ein furchtbarer Morgenmuffel ist, lassen die Engel aber lieber noch etwas schlafen. Spätestens, wenn sie in der Küche nach frischem Kaffee schmeckt, verwacht er von allein. Der Vicky macht heute ein besonders feines zum Morgen: Spiegelei und Toast. Es hat noch viele Eier im Kühlschrank vom Urs. Die muss man jetzt essen. Und so brutzelt er ein Ei nach dem anderen in der Pfanne. Das schmeckt der fein. Schau hier. Jetzt ist auch der Plotsch endlich aufgestanden und steckt seine Nase gewungrig in die Pfanne. Flugunfall im Tannenwald. Beim Landeanflug hat der Samichlaus die Kontrolle über seinen fliegenden Schlitten verloren und ist in eine Rottanne gedonnert. Dem Klaus ist nichts passiert. Der Schmutzli kam mit einer Prellung davon. Der Hoppla liest laut aus der Zeitung vor. Ich habe dir ja gesagt, das sei gefährlich, Vicky, einen fliegenden Schlitten für einen alten Mann zu bauen. Der Plotsch nimmt der Vicky ein bisschen hoch, weil der hat ja den Schlitten so präpariert. Weihnachtsschokolawine. Weil der Chef vom Dorflädeli statt 10 Kilo 10 Tonnen Schoki bestellt hat, ist sein Laden jetzt bis unter die Decke mit Schokolade gefüllt, liest der Hoppla weiter. Kannst du auch mal vorlesen, wie das Wetter wird, Hoppla? Fragt der Vicky. Wolkig, zwischendurch Regengüsse und Schnee in den Bergen, liest der Hoppla vor. Ach Schatz, ich werde doch so gern mit dem Zimmerstern rausgehen spielen, sagt das Gispi. Was? Du willst mit einem Guetzli spielen? Fragt der Plotsch ein bisschen verwirrt. Nein, das ist der Name vom Büsi, sagt das Gispi. Da sich bis heute niemand aufs Plakat gemeldet hat, darf der Zimmerstern in Engel-WG bleiben. Wo ist denn der Zimmerstern? Fragt Vicky und schaut in jede Ecke der Küche. Vorhin war er noch gerade da, meint das Gispi. Ich höre es, es muss da oben sein. Es geht rauf schauen und sieht den Zimmerstern zuoberst auf dem Bücherregal. Es hat ihm gewunken, er soll runterkommen, aber es hat Angst, es ist ihm zu hoch. Das ist jetzt schon noch blöd, hat ein Büsi keine Flügel. Sonst könnte es einfach runterfliegen. Darum fliegt jetzt Gispi einfach rauf und hält den Zimmerstern ab. Weil man für eine Katze keine Flügel basteln kann, fängt das Gispi an, ein Körbchen zu häkeln, wo es den Zimmerstern oben rein tun kann, wenn sie nicht mehr hinfliegen. Der Zimmerstern
findet Högle auch super lustig. Vor allem die Wollklungeln. Es stibitzt sie und raulet sie durch die ganze WG. Und kurz darauf herrscht ein furchtbares Wollknusch. Jetzt hat das Gispi doppelte Arbeit. Fertig hökeln und Wolle wieder aufraulen. Aber möchte die anderen Engel dabei helfen?